Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play NHL 20 live hier bei Bloody LP. Und wir starten zum ersten Mal eine Season in der Champions Hockey League. Und ich habe mich für die Adler Mannheim entschieden. Es ist wirklich eine geniale Mannschaft. Und weil ich in der DEL Season eine andere Mannschaft ausgewählt habe, wollte ich hier gegen die Vienna Capitals mit den Adler Mannheim starten. Die haben ja schon gegeneinander gespielt und ja, Mannheim, fulminant gewann man diese Partie mit 6:1. Ich bin mal gespannt, wie wir uns hier schlagen werden, aber das ist schon ein schweres Unterfangen. Geil ist auf jeden Fall hier bei NHL 20, die Trikots der DEL sind noch nicht aktuell, aber dafür die Trikots der Champions Hockey League, und das ist sehr, sehr geil gemacht. Viel, viel Platz hier für die Spieler der Vienna Capitals in den gelben Jerseys. Mit dem Versuch da in Richtung Dennis Endras. Ich habe richtig Bock auf die Champions Hockey League. Und auch wenn sie schon begonnen hat und Mannheim schon zwei Spiele gespielt hat, will ich das nicht unversucht lassen. Werde hier ganz kurz noch in den Einstellungen die Live-Tipps beenden. Muss ich dann nur nachher dran denken, dass ich sie komplett ausschalte. Weil jetzt brauche ich die Live-Tipps wahrlich nicht mehr. Also, die Champions Hockey League. Dem Nachfolgewettbewerb des Eishockey-Pokals. Und Titelträger aktuell Frölunda aus Schweden. Auch gleichzeitig Rekordtitelträger in der Champions Hockey League. Drei Titel konnten sie schon für sich holen, der Frölunda HC. 32 Mannschaften sind in diesem Turnier dabei. Gegründet wurde es 2014. Ist sowas wie die Champions League im Fußball. Und hier gibt es auch in den europäischen Ligen dann eben diese Champions League. Sportliche Qualifikation wird eben folgende Reihenfolge pro Liga angewandt. Der Titelverteidiger der CHL automatisch. Dann der Meister der Liga, der Hauptrundensieger, der Hauptrundenzweite, Finalist der Playoffs und Halbfinalisten der Playoffs sind für dieses Turnier qualifiziert. Und das Ligenranking sieht aus wie folgt. Schweden, die Svenska Hockey League, dann haben wir die National League, dann die finnische Liga, dann die Extraliga in Tschechien, dann haben wir die DEL und zum Schluss die erste Bank-Eishockey-Liga. So also das Ranking hier in dieser Champions Hockey League. Der DEL 4 Teams in den beiden Top-Ligen, die finnische Liga und die schwedische Hockey League, jeweils 6 Teams mit am Start. Ich freue mich zum ersten Mal, wie gesagt, auf diesem Kanal, dass es die Champions Hockey League gibt. Gerade frisch erschienen, NHL 20 für die PlayStation 4 und für die Xbox One. Und ich habe mich wirklich so drauf gefreut und ich habe mich auch mega drüber gefreut, dass die, ja, die Jerseys schon aktuell sind. Das ist natürlich immer was sehr, sehr Geiles. Aktuelle Jerseys, immer sehr, sehr wichtig, finde ich. Die DEL-Jerseys werden mit ziemlicher Sicherheit nachgeliefert. Wieder im ersten großen Update Ende September, Anfang Oktober. Das hat man ja die letzten Jahre jetzt mittlerweile so gehandhabt. Bei NHL 19 kam sogar die Werbung mit dazu. Also von dem her sehr, sehr geil auf jeden Fall. Hier muss ich mich jetzt noch reinfinden. Wir haben heute im Stream Bier Pro gespielt, den fand ich schon sehr gelungen, den Bier Pro Mode. Und hier jetzt wieder mit allen Spielern quasi ein komplettes Ding. Das ist schon immer eine Umstellung zwischen NHL 19 und NHL 20. Gerade auch jetzt gegen ein Team aus der österreichischen ersten Bankliga, die Ebel, die Vienna Capitals. Und da ist Huchtala. Mal abdrehen an der Querpass, aber Dorian. Und das hat sich auf jeden Fall wesentlich gebessert, dass die Pässe nicht mehr so gut ankommen. Das habe ich auch bei Bier Pro gemerkt. Da braucht man jetzt wesentlich mehr Fingerspitzengefühl. Pässe müssen noch genauer kommen. Was auch gebessert wurde, ist die Strafzeitenskalierung. Die gefällt mir bislang sehr gut. Festerling auf Royal. Dann der Querpassversuch, aber auch hier wieder ein Spieler der Vienna Capitals dazwischen. Festerling auf Akta, der sieht David Wolf.
Der hat nochmal die Möglichkeit. Wolf rübergelegt, aber wieder Dorion. Schade. Und da laufen sie beide vorbei. Da war ich schon neben der Kappe. Und das hätte auch durchaus ein wenig anders enden können. Also nicht ganz so wie im wirklichen Spiel, als Mannheim hier mit 6:1 aus der Partie rausgeht. Das ist hier ein bisschen anders. Aber das ist ja völlig egal. Nödel, Holz, Apfel und Hartl, die drei Spieler bei den Vienna Capitals, Wolf, Gotsch und Kink auf Seiten der Adler. Gotsch mit dem Versuch, aber Lamoureux macht er sehr gut. Und die Champions Hockey League Trikots gefallen mir wirklich ausgezeichnet. Machen einen guten Eindruck. Auch sehr, sehr geil, dass sie so gut modelliert sind und dass Electronic Arts sie bereits mit in die Partie genommen hat. Sehr schön, wie sie da in der Bande spielen. Gotsch! Nochmal zurück! Und Wolf im Infight gegen Holzapfel. Und dann gibt es aber den Rebound beziehungsweise den Check gegen den Mannheimer Eisenschmied. Er hat ein bisschen Platz. Markus Eisenschmied! Und King, aber Akta kommt nicht dazwischen. Endras überlegt sich das Ganze hier nochmal. Und dann doch nicht raus. Boah, King geht wieder vorbei. Millimeter Arbeit hier. Wo ist der freie Spieler? Wo ist der letzte Moment hier, den man braucht, um die Scheibe erstmals zu verwandeln? Wieder links kein Spieler da. Was? 1200 Minuten noch im zweiten Durchgang. Randulic. Schöne Drehung. Kann die Scheibe aber am Ende nicht behaupten. Gut aufgepasst von Voss. Bauer. Schöner Puckcheck. Und auch die Vienna Capitals mit ihren Problemen die Offensive am Ende durchzudrücken. Larkin Indras. Und da war der erste richtig gute Versuch in dem Abschnitt für die Vienna Capitals. Boah, da sollte eigentlich auf Katic gehen, die Scheibe. Auch hier nochmal abgedreht. Sehr taktische Partie. Sehr schön. Also man vermeidet den Poke-Check. Und 6,5 Minuten noch im zweiten Durchgang. Smith. Jetzt vielleicht die Chance, die man mal nutzen will. Nochmal die Möglichkeit. Vorne wartet Plachter. Der Mannheim in Spiel 2 zum Sieg geschossen hat. Und jetzt gibt es die Strafe. Das war völlig unnötig und völlig zu Recht. Die Strafzeit gegen Mannheim. Damit ersten 2 Minuten Überzahl für die Capitals. 20 Minuten wäre ein bisschen heftig. David Wolf. Kann er da vielleicht in Unterzahl gefährlich werden? Der Schuss war nicht von schlechten Eltern. Wichtige Sekunden. Witzige Minuten. Scheibe hier schön festgesetzt. Holzapfel. Für die Capitals. Gefährlich in Richtung Dennis Endras. Aber der hat weiter den Kopf oben. Oh, das hätte eine gute Kontermöglichkeit werden können. Nödel, Clark und wieder Endras. Torhüter, mache einen guten Job oder ist es drin? Powerplay-Tor, Vienna Capitals zum 1:0 im Powerplay. Nikolaus Hartl. Und den macht er ganz easy, ganz einfach macht er den rein. Der Nikolaus Hartl, 27 Jahre alt, kam 2017 von den Straubing Tigers zu den Vienna Capitals, hat auch davor schon in Österreich gespielt. 30 Partien hat er gemacht für Straubing und dann ging es wieder zurück in Richtung Capitals. Und hier nochmal die Entstehung, da kann Endras nicht so schnell reagieren, wie Nikolaus Hartl abschließt. Und völlig verdient die 1:0-Führung. Für Wien.
eine Chance. Mannheim, da ist es. Und wie schnell ging das denn? Und irgendwie flutscht die Scheibe durch. Und dann ist es Tommy Huchtala. Der Finne, der da Mannheim glücklich zum Ausgleich bringt. Zweite Saison für die Adler bei, für ihn bei den Adlern. 26 Punkte hat er gemacht in der Hauptrunde letzte Saison. Dann 8 Punkte in den Playoffs. Deutscher Meister geworden mit den Adler Mannheim im Finale gegen den EHC Red Bull München. Und hier ist Mannheim wieder zurück und das war die CPU. Das ist nicht auf meine Mist gewachsen. Und es gibt ein Powerplay Nummer 2 für die Vienna Capitals. Und jetzt ist aber definitiv Spannung und hoch. Spannung hier drin. Adam holt sich den Puck gegen 2 Wiener. Und dann ist Eisenschmidt in Unterzahl da. Vukovic. Ich glaube, lettischer Nationalmann. Oder Österreicher. Ich glaube, Österreicher. Eisenschmidt und Adam. Oder gewinnen Vienna Capitals. Sehr schön. Ganz einfach. Und es gibt die Strafzeit. Gegen Wien. Und damit ist diese Strafe ausgehoben, aufgehoben und Vukovic, österreichischer Landsmann, geboren in Wien, in Österreich. Und damit kein Lette, sondern Österreicher. Also 4 gegen 4 für knapp 59 Sekunden. Nochmal die Adler, aber Lamoureux mit dem wunderbaren Fanghand-Block. Oder Fanghand-Safe. Du dir Schaden. Und da kommt kein Schuss mehr von Dennis Reul. Also 1-1 heißt es hier nach 40 gespielten Minuten. Aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme Frölunda mit 3-1 in Führung gegen Graz. Und hier sind es noch 20 Minuten in unserer ersten Champions Hockey League Partie. Gotsch am Bulli gegen Holzapfel. Den holen wir uns. Weiter geht's 4 gegen 4. Und dann geht's noch knappe Minute. Powerplay Adler Mannheim. Sinan Akhtar und wieder Lamoureux. Wieder klasse Safe und Mannheim jetzt mit 5 Feldspielern. Mannheim zu 5. Und das könnte jetzt die große, große Möglichkeit sein, die Adler hier in Führung zu bringen. Clark allerdings erstmal mit der Befreiung. Und Seider. Wo alle gespannt sind, wird er in der kommenden Saison noch für die Adler Mannheim auflaufen. Schöner Block, macht das sehr gut hier, die Wiederverteidigung. Und die Capitals wieder komplett, 5 gegen 5. Und wieder der Schuss, oh Gott, der ist der Nutznießer. Und da will eigentlich der Wiener Verteidiger die Scheibe komplett blocken, die bekommt eine richtig bittere Richtung und Marcel Gotsch mit dem Tor zum 2-1 für die Adler Mannheim. Der Routinier Marcel Gotsch, lange, lange in der National Hockey League. 636 Spiele hat er gemacht, 188 Punkte erzielt. Spielte für die San Jose Sharks, für Nashville, für die Florida Panthers, für die Pittsburgh Penguins und zuletzt 31 Partien für die St. Louis Blues 2015, ehe er dann im selben Jahr zu den Adler Mannheim ging. Hat sich gut eingefügt, der Mann hier mit der Nummer 23. Bringt Mannheim nach vorne und da ist wieder Gotsch. Sieht auf der rechten Seite Markus King und Wolf! Doppelschlag und das ist das 3-1. Und das macht er hervorragend. David Wolf. Der haut das Ding zum 3-1 für die Adler in die Maschen. Hervorragend gemacht. 3 Spiele für die Calgary Flames hat er bestritten. 59 für deren Farmteam, für die Adirondack Flames. Kam 2016 von den Hamburg Freezers
zu den Adler Mannheim. Und seit der Saison 2018-2019 als Assistant Captain hier unterwegs. Jetzt natürlich 3:1, das sehr gutes Ergebnis. Mannheim da wirklich zielstrebig. Und Schneider nutzt den Fehler von Dennis Endras. Bitter. Also, jetzt ist definitiv Zug drin. Peter Schneider. Hier nochmal. Kommt doch irgendwie durch. Endras kommt nicht an den Puck. Weit rausgefahren. Und dementsprechend kann er dann ganz einfach, wenn auch der Winkel spitz ist, hier zu sehen, aber das Tor völlig frei. Und er als erfahrener Eishockeyspieler mit dem 2:3 verkürzt nochmal aus Sicht der Vienna Capitals. Und es sind noch 13,5 Minuten zu spielen. Mullen. Eisenschmied fängt den Puck ab. Adam. Wieder auf Eisenschmied. Mannheim soll sich jetzt nicht unterkriegen lassen. Schön die Scheibe gespielt hinterm Tor. Und da ist Adam und er macht sofort wieder die Antwort der Adler Mannheim. Das ging richtig, richtig, richtig schnell. Schöner Treffer von Luke Adam. Kanadischer Landsmann, geboren in St. John's. Wird allerdings in dieser Saison, und da merkt man die Kader nicht hundertprozentig aktuell, wird in dieser Saison für die Düsseldorfer EG auflaufen, hat da den Vertrag unterschrieben am 3. Mai 2019. Also auf die Kader-Updates. Da muss man natürlich noch warten. Der offizielle Release ist ja erst am 13. September für die Leute, die die Ultimate oder die Deluxe Edition gestellt haben. Ist er am 10. Aber auch da. Das erste große Kader-Update. Man muss es halt immer so sehen. Die sind ja nicht dabei, alles bis zum Release zu machen. Denn zum Beispiel die DEL hat die Chance, bis zum 1. September die Trikots einzureichen. Und erst dann kann sich EA dran machen, die zu modellieren. Und das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Da muss die Werbung drauf, da müssen die Farben angepasst werden, da müssen die Designs angepasst werden. Und nicht nur die Trikots, sondern auch die Hosen, die Stutzen, die Handschuhe und. Und dann will man noch alle Kader aktuell halten. Also das ist so ein Kader-Update etc. pp. Das ist schon mit einer Menge Aufwand verbunden und dementsprechend nicht sauer sein, nicht traurig sein, dass die Kader keine hundertprozentige Aktualität haben. Wir können schon wirklich froh sein, dass die Trikots der Champions Hockey League da aktuell sind. Freut mich natürlich mega. Und ich freue mich wirklich auf dieses neue NHL. Auch wie die Schiedsrichter jetzt die Hand heben beim Abseits, bei angezeigten Strafen. Das ist wirklich schön zu sehen. Festerling, der ist schnell unterwegs. Aber kriegt nochmal die Scheibe abgenommen. Und Hartl. 2,5 Minuten noch. Mannheim mit dem 2-Tore-Vorsprung. Dorian. Aber da geht am Tor vorbei. Und Lehtivori versucht da die Scheibe wegzubekommen. Aber die Capitals verbissen. Und Phil Hungerecker sieht da wieder Marcel Gotsch. Und der macht das Ding. Und der entscheidet die Partie. Und ganz so sind wir gar nicht entfernt. 5:2 haben wir hier. 6:1 haben die Adler Mannheim in Wirklichkeit gespielt und die zweite Partie werde ich voraussichtlich am Sonntag zeigen und dann die dritte Partie und so die weiteren Partien, immer dann, wenn die Champions Hockey League auch spielt. Schöner Auftakt für unsere Adler Mannheim hier in die Champions Hockey League, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, kann man doch definitiv mitarbeiten und da ist nochmal Moritz Seider. Auch wieder schön zu sehen, dass das deutsche Eishockey in der Champions Hockey League auch wirklich gut mithalten kann. Also sowohl München als auch Augsburg als auch die Adler Mannheim haben durchaus gute Chancen. Sehr, sehr schön zu sehen. Auf jeden Fall. Und vorsichtig, Dennis Endras. Ach, kommt da sogar dran, gut gemacht, aber schön geblockt und Vukovic auf Holzapfel.
Verzögert dann nochmal den Abschluss. Moritz Seider auf Eisenschmied. Der ist schnell unterwegs. Der kann da nochmal rüberlegen. Aber am Ende bleibt es beim 5:2 und wir gewinnen den Auftakt in diese Champions Hockey League mit den Adler Mannheim. Sehr, sehr geil. Also, sieht doch wirklich hervorragend aus. Augsburg auf Rang 1 in Gruppe C. München auf Rang 1 in Gruppe G. Und die Adler Mannheim hinter Stockholm in Gruppe F auf Rang 2. Zwei Spiele, 5 Punkte. Gegen Tichy gewann man, wie ich vorhin gesagt habe, erst nach der regulären Spielzeit. Schön gespielt, 5:2. Und dieser Auftakt, der kann sich sehen lassen, 17:10 Schüsse. Da haben wir also tatsächlich ganz ordentlich gespielt, auch wenn es am Anfang, ja, wenn man dachte, okay, es fallen nicht viele Tore, das ändert sich und das ist das Geile bei NHL 20. Man hat gearbeitet und auch wir spielen in der zweiten Partie gegen Tichy. Gucken mal auf die anderen Tabellen, wie es hier gespielt wurde. Und die Abschlusstabellen werde ich dann am Ende zeigen. Also Mannheim, ein Spiel, 3 Punkte, genauso Tichy, Djurgården und die Vienna Capitals sind da mit in dieser Gruppe. Und von dem her dürfen wir sehr, sehr gespannt sein, wie geht es hier weiter. Ich freue mich drauf. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über Daumen hoch sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.